Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir haben hier im letzten Part den nächsten Tempel betreten, die Wüstenburg. Und ja, wir wollen jetzt natürlich erstmal hier in aller Ruhe umschauen und unter anderem noch ein paar Geister hier jagen, die uns ja hier einen Durchgang versperrt haben, indem sie einfach mal hier ein paar Fackeln geklaut haben. Oder besser gesagt, naja, das Feuer, das die Fackeln eigentlich ja zum Leuchten bringen sollte. Naja, so kann es gehen. Was ist denn das überhaupt für eine Statue? Ja, was genau ist, kann man nicht ausmachen. Sieht eigentlich eher mehr aus wie eine Mumie. Warte mal. Kann man sich hier was ansehen? Ja, sieht wohl eher nicht so aus. Aber immerhin, wir haben hier erst einmal eine Kiste mit dem Kompass. Ja, sehr gut. Das heißt, jetzt wissen wir auch wenigstens schon mal, wo die Schätze sind. Und hier oben wird es einen Durchgang geben wahrscheinlich. Ja, und ich sehe auch schon, wie ich das am besten mache. Einfach mal hier das Teil greifen und den Durchgang freimachen. Und am besten, ich mache das mal hier richtig schnell. Als Wolf kann man ja die eigentlich ja ganz leicht hier platt machen. Ohne dass die sich besonders groß wehren können. Ja. Verdammten Gyptos. Muss echt bei denen aufpassen. Sobald die nämlich ja anfangen zu schreien, dann erstarrt Link ja praktisch vor Angst. Und ja, dann kann er sich erstmal eine Weile nicht bewegen. Oh, und was sagt man dazu? Das ist ja sogar auch schon der nächste Durchgang. Oh, und ich höre was. Ein sehr bekanntes Geräusch. Oh, okay. Schade. Dachte ich jetzt, ich könnte das hier in Serie machen. Oh, Vorsicht. Oh, scheiße. Das war knapp. Was wird das hier? Völkerwanderung oder was? Der den Gipto hier noch platt machen. Oh, das ist sogar noch ein zweiter hier gewesen. Los, schnell Beeilung. Ach, oh, gut, geschafft. Alles klar, den Gipto sind wir auch noch losgeworden. Okay, und ich weiß ja schon, was hier ist. Genau. Erstmal fassen und ziehen. Und dann kommt dann nämlich das, weswegen wir eigentlich ja hier sind. Ja, könnte man sogar eigentlich aber fast schon übersehen. Aber eigentlich ist das nicht besonders schwierig. Man hört ja eigentlich ja die Laterne von dem Typen ja hier klimpern. Also sollte er ja nicht weit sein. Gut. Damit ist auch jetzt die nächste Laterne hier kaputt. Ist gut. Da muss ich jetzt eigentlich ja jetzt nicht unbedingt wissen, wo die jetzt hinfliegt. Ist klar. Wir sind durch. So gut wie zumindest. Drei hätten wir. Einer bleibt noch übrig. Und den holen wir uns natürlich auch noch. Boah, Alter, was ist denn hier los? Unheimlich. Ganz schön still hier, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und jetzt ist es auf einmal dunkel. Und was zum... Was ist jetzt hier los? Okay. Überall komische Staubwolken im Boden. Mintner zittert wie verrückt und ich kann mich hier kaum richtig bewegen. Was ist hier los? Ach du Scheiße. Da haben sich so eine Geisterratten hier an uns festgesetzt. Gibt's denn das? Ja, muss man echt schon mal aufpassen.
können sich an einen festsetzen, wenn man es am wenigsten erwartet. Schlimmste ist, man merkt es vielleicht sogar nicht sofort. Ehe man vielleicht ja sieht, verdammt, wieso bewege ich mich jetzt auf einmal so langsam? Okay, aber jetzt muss ich erstmal nachdenken, wie komme ich jetzt darüber? Ich sehe hier nirgendwo Greifhakenpunkte. Und zum Springen ist es etwas zu weit. Warte mal, irgendeinen Trick gab es doch, oder nicht? Okay, warte mal. Das war doch nicht so schwer. Genau, hier kann ich rüber. Muss ich allerdings ja nur ein bisschen zielgenauer hier springen. Na bitte, geht doch. Alles klar. Gut, und dann sind wir auch schon wieder hier in der Mitte des Raumes. Ah, das sehen wir auch sogar schon. Da geht das nächste Lichtlein an. Und wir sind ja jetzt hier natürlich ein Stockwerk höher. Und ich muss ja darüber. Ich meine, da unten hin hätte ich eigentlich vielleicht auch lang gekonnt, aber naja, was soll's. Ich denke mal, es ist eher eigentlich ja so gedacht, dass ich zuerst hier hochgehe. Weil anders könnte ich das, glaube ich, eh nicht machen. Okay, irgendwas ist hier doch. Ich höre doch irgendwas flattern. Na, egal. Ich werde jetzt erstmal das hier so wegschieben. Und es kommt. Okay, da können wir sogar auch rauf. Ja, und dann hätten wir eigentlich sogar auch hier schon den Rückweg für den ersten Stock hier wieder. Und ein Zwacken noch dazu. Toll. Okay, du hast die ganze Zeit rumgeflattert, nicht wahr? Ja, dann könnte ich jetzt erstmal nochmal kurz hier so lang gehen. Ah, hier könnte ich eigentlich auch nochmal hin. Blöde Viecher, ey. Genau, dann sind wir jetzt nämlich erstmal hier unten und dann könnten wir eigentlich auch von dort aus wieder eigentlich ins Erdgeschoss zurück. Da oben sehe ich ja erstmal das hier, aber es ist zu weit weg. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Nee, es ist immer noch zu weit weg. Ich komme da irgendwie nicht gerade ran. Falls es überhaupt möglich ist. Das würde ich ja mal sagen, das ist vielleicht auch vielleicht was für einen Rückweg eher. Naja gut, vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Nee, absolut nicht. Weil ich bin ja hier schon richtig. Alles klar. Okay, ich weiß, ich muss das ja auf irgendwie auf zwei Möglichkeiten machen. Also ich muss ja an die große Kiste daran. Komm schon. Warte mal, halt. Naja, ich habe es ja eben gerade schon gemerkt. Also wäre ich da jetzt... Hätte ich die jetzt eben nicht ausgeschaltet, das hätte wahrscheinlich anders ausgehen können. Also es hätte zumindest sehr böse weh getan. Okay, und weiter geht's. Ziehen und ziehen und ziehen und ziehen. Okay, jetzt komm schon. Ja. Hier musste ich das ja, glaube ich, sogar einmal machen. Boah, erstmal hier so einmal rüber, genau. Und schon bekommen wir erstmal hier einen Stempel von Midna überrascht. Nett. Ja, und jetzt komme ich allerdings nicht mehr zurück. Doch, natürlich. Denn dafür ist ja das hier da. Damit wir ja ohne Probleme jetzt darüber können. Damit wir das Ganze noch einmal wiederholen dürfen. Aber dieses Mal, ja, darf ich nicht bis zum Ende laufen. Sondern muss genau in der Mitte da stehen bleiben, wo jetzt auch diese kleine Absenkung da ist. Ja, das klappt ja auch ganz gut. So, schön genau hier in der Mitte stehen. Alles klar. Und schon können wir ja ohne Probleme darüber.
Okay, habe ich jetzt hier eigentlich sonst noch irgendwas Wichtiges übersehen? Da hinten ist eigentlich ja noch ein Ausgang. Aber ich glaube, an den komme ich erst irgendwie später ran oder so. Oder ich... Nee, ich glaube, da komme ich sogar eigentlich ja erst auf dem Rückweg jetzt hin. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay, und da kriegen wir jetzt erstmal gleich Ärger. Ah, verdammt, ich habe jetzt nur noch einen einzigen Bombenpfeil. Verdammt, ich habe viel zu viel Munition verschossen. Denn jetzt macht ja nämlich dieser Typ hier ein Stahlfossritter. Ja, und den einfach nur so Platz zu machen, bringt irgendwie gar nichts. Erstmal hier mit dem Helmspalter erledigen, dann fällt er erstmal in sich zusammen. Aber das wird leider nicht viel bringen. Erstmal nehme ich mir mal das hier aus dieser Kiste mit. Oh, Bomben. Sehr schön. Ja, denn leider setzt sich der Typ ja wieder immer wieder zusammen. Deswegen, ja, sollte man eigentlich immer eines tun. Nämlich auf seinen zerfallenen Körper einfach mal eine Bombe ablegen. Und BÄM! Schon ist das Ding nur noch Einzelteile oder Knochenstaub oder was auch immer. Alles klar, ich sehe mich erstmal hier noch so ein bisschen um. Vielleicht habe ich ja Glück und ich finde hier erstmal eine Fee. Wo ich das eher stark bezweifle. Aber immerhin, na gut, ich werde erstmal hier die Kiste öffnen. Oh, nochmal Bomben. Sehr gut. Ja, und Feen sind hier tatsächlich anscheinend keine dabei. Nee, anscheinend nicht. Gut. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier lang. Oh. Nett. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Hier sind überall Fackeln. Und da vorne eine ziemlich auffällig aussehende Wand. Ich höre aber nichts. Könnte vielleicht schalldicht sein. Ja, hier muss man eigentlich ja Folgendes machen. Ist eigentlich ganz einfach. Einfach erstmal wieder hier zum Wolf werden und das Gespür einschalten. Und schon kann man ja eigentlich ja hier wieder die Spur vom Geist sehen. Und man sieht ja eigentlich auch, dass er hier bei zwei Fackeln einfach mal kurz zwischendurch hier angehalten hat. Ja, und genau diese Fackeln hier müssen wir jetzt anzünden. Wir machen die an und die an. Und schon geht es weiter. Ja. Kommt man auf den ersten Blick natürlich nicht darauf. Außer natürlich, man erinnert sich ja noch daran, weswegen man jetzt eigentlich hier noch unterwegs ist. Nämlich um Geister zu killen. Jetzt ist mal die Frage, wo ist der Sack überhaupt? Der sollte nicht weit sein. Ah, da bist du ja. Ja, und der macht natürlich eigentlich genau denselben Trick wie auch der letzte Geist in Ocarina of Time im Waldtempel. Er teilt sich in vier. Jetzt müssen wir aufpassen. So, welcher davon ist der echte? Das werden wir ja gleich sehen, welcher von denen ja jetzt gleich real wird. So, jetzt habe ich dich. Das war eben gerade ein bisschen knapp. Weil er ja beinahe das Visier ausgemacht hat. Oder weil ich ihn beinahe aus dem Visier verloren habe. Hab dich! Da ist er! Und damit gehört auch seine Seele endlich mir. Ja, jetzt bräuchte ich nur noch eine einzige, damit ich bei Giovanni erstmal schon meine erste Belohnung erhalten kann.
Na gut, da muss ich einfach erstmal so nach einem suchen. Aber immerhin, wir haben alle Geister erledigt. Jetzt können wir einfach mal wieder getrost zum Eingangsbereich gehen. Schön wieder zurückverwandeln. Und dann werde ich mich einfach mal da drüben hin anziehen. So, und jetzt raus hier. Na bitte, damit hätten wir jetzt schon mal wenigstens die erste Hürde hier im Tempel geschafft. Aber da kommt ja noch so einiges auf uns zu. Immerhin, wir haben ja noch nicht mal das Dungeon-Item gefunden. Und das Ding ist eigentlich an sich schon verdammt riesig. Ich meine, Leute, zieht euch das jetzt mal hier rein. Wir haben hier insgesamt 6 Etagen, darunter sogar 2 hier im Kellergeschoss, und da müsste ich sogar eigentlich auch noch mal hin. Ja, das sollte ich eigentlich auch ohne Probleme schaffen können. Denn da komme ich ja eigentlich ja von hier aus eigentlich jetzt hin, wenn ich weitergehe. Und dann nochmal 2 Obergeschosse, einschließlich ja natürlich dem Bossraum. Oh, und ich habe noch bisher gar nicht gemerkt, also hier werden ja auch sogar Geister gezählt, wie viel eigentlich immer jedes Mal pro Gebiet hier vorhanden sind. Und hier haben wir tatsächlich sogar 4 von 4 gefunden. Sehr schön. Okay, da liegt sogar noch einer hier tot herum. Naja, gut, der war schon vorher tot, aber naja. Jetzt sieht man es ihm wirklich auch an. Gut. Zweite Etappe. Erstmal hier von so einem fliegenden Ding. Erstmal hier schön aufschlitzen und nochmal hier wirbeln. Ja, und da hinten sehe ich schon den Masterschlüssel oder die Mastertruhe mit dem großen Schlüssel drinne. Ja, das Ding wird ja jetzt leider großer Schlüssel genannt. Scheißegal, ich sag trotzdem noch Masterschlüssel dazu. Klingt besser und cooler. Gut, aber da kann ich ja jetzt momentan nicht weiter. Also der einzige Weg führt tatsächlich hier so runter. Ah, oh, okay. Und gut, wenigstens muss ich hier nicht todesmutig in den Abgrund springen. Nee, nee, dafür gibt es ja wenigstens Greifhakenpunkte hier. Und zack! Erstmal hier rangezogen. Aber richtig Besonderes gibt es hier aber anscheinend nicht, oder? Wo? Oh, lieber in Deckung gehen. Jetzt habe ich versehentlich hier eine Bombe gedroppt. Kann doch nicht wahr sein. So, und da wären wir auch schon. Okay. Genau dahin, wo ich hin wollte. Okay, jetzt ist eigentlich ja mal die Frage, in welche Richtung muss ich jetzt eigentlich genau? Okay. Okay, hier kann ich jetzt immer wieder die Etagen hochziehen. Ich glaube, das mache ich mal zuerst. Ja. So muss ich schon mal sagen. Geile Mechanik. Okay, ich muss noch mal ein kleines Stückchen nach oben. Denn hier war ja, glaube ich, irgendwo eine Kiste. Oha, das war jetzt natürlich ein bisschen schlecht. Aber ist schon komisch. Aber wozu war das jetzt hier eigentlich gut? Ich meine, für Herzen war das vielleicht doch ein bisschen zu komisch jetzt hier. Aber naja, was soll's. Okay, erstmal noch ein kleines Stückchen weiter nach oben. Vielleicht ist ja hier was Interessanteres. Ah, anscheinend leider nicht. Okay, dann noch einmal ziehen. Okay, weiter geht's nicht. Na gut, dann werden wir einfach mal wieder abwärts fahren. Oh, halt. Irgendwo hier war doch eine Kiste. Warte mal. Also irgendwas habe ich hier doch gerade, glaube ich, falsch gemacht. Ja, irgendwo hier in diesem Bereich. Ich glaube, ich muss noch mal einen runtergehen. Weil hier habe ich eben gerade eine kleine Kiste anscheinend übersehen. Ah, ich glaube, ich weiß noch sogar schon wo.
dann schieben wir uns am besten nochmal ein kleines Stückchen runter. So, irgendwo. Ah, da! Okay, aber da komme ich ja ohne Probleme ran. Bin ich ja mal gespannt, was hier drin ist. Ein Schlüssel. Okay, gut. Den kann ich eh gebrauchen. Ja, alles klar. Kommt der hier rein? Sieht wohl eher nicht so aus. Alles klar, da bin ich erstmal wenigstens hier für eine Weile sicher. Also, Freunde, dann ja, bedanke ich mich erstmal wieder hier recht herzlich fürs Zuschauen im... Ja, das war's dann wieder mal hier mit The Legend of Zelda Twilight Princess in diesem Part. Und im nächsten Part geht es immer noch weiter hier durch die Wüstenburg. Und es wird wahrscheinlich sogar auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir hier wieder rauskommen. Naja, ich habe ja gesagt, der Tempel ist groß. Aber egal. Bis dann, Freunde, und ciao!